frag mich so gerade, was zum Beispiel mit den Ray passiert ist im ersten Teil. Hatten wir den getötet? Der hätte ja den Auftrag bekommen von den Alps im ersten Teil, uns abzuschießen. Na, hier führte ja die Quest mit Gronkh hin, also die allererste, wo wir ihn kennengelernt haben. Und jetzt mache ich mit Gronkh diesen Turm. Der liegt hier schon etwas länger. Miese Gegend hier. Die sollten sich mal nach einer neuen Putzfrau umsehen. Lass uns rein. Der dritte Turm. Zwei Schläge hintereinander wieder. Auf geht's, Gronkh. Bei der ersten hatten wir ganz oben eine Belohnung. Aber beim ersten Turm, beim zweiten Turm, da sah es so aus, als wäre da so ein Tor entgegen im Spiel irgendwie. Vielleicht ist das, wäre das sogar die Maschine, mit der man sich dann verbindet. Weil man immer mehr an Skyend sich ähnelt. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier ist. Ah, oh, hier sind die Brutteufel. Mehrere sogar. Ich kümmere mich darum. Eieiei, das ist eine andere Hausnummer jetzt. Ich kümmere mich darum. Na, er hat sich wieder resettet.
Ich habe über 870 Pfeile. Erfahrung bei zwei Gegnern. Mach dich bereit. Bin schon dabei. So nicht! 254 Erfahrung. Kommt der Große hier. Bühne. Mistvieh. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Es geht los. Die Attacke sieht fast genauso aus wie von den Mutanten bei Revelations. Wo sind Evil Revelations? Was ich zu dem Zeitpunkt, wo die Folge jetzt wahrscheinlich kommt, wo ihr sie seht, da habe ich das schon wieder fertig gespielt. Bin vielleicht schon bei Resident Evil 5 oder hab noch ein anderes Spin-off gefunden von Resident Evil, was ich zurzeit spiele. Der kommt mich ja ganz gut zurecht. Krog! Im allerersten Turm gab es eine Art botanischen Garten. Das scheint schon wieder so einer zu sein, denn da sind diese Raptoiden, das Kaioiden da.
Ha? Weg, weg, weg. Der Bogen ist einfach mega gut, den ich habe. Das ist ein Bogen, den habe ich Gegnern einfach bei jemandem abgenommen, irgendein Gegner. Beschädigter Großbogen. Würde ich noch zwei davon finden, könnte ich den sogar schmieden. Noch besser. Schon wieder so ein botanischer Garten. Wahrscheinlich wie die Kreaturen sich mit dem dunklen Elixier vertragen. Zur Seite, ich erledige das. Nee, nochmal falle ich nicht darauf rein. Box, da ist noch jemand, einer. Und drauf. Weg. Wie viel noch zur nächsten Stufe? Nicht mehr viel. Nur ein paar, nur noch 7 Gegner oder so. Das ist einfach gut hier an diesem Turm. Um Leveln. Fuck. Was? Wir waschen hier durch, Fox. Der Seite ist kein Eingang. Ne, es sind hier zwei. Noch dreckiger und man könnte wieder vom Boden essen. Körperteile, Exkremente.
zack und zack und zack. Warte, ich erledige das. Oh. Noch so eine Geschützbestie. Ach, Fox, das ist alles kein Problem für uns hier mehr. Okay, es geht hier lang, das ist der einzige Weg. Zack, neue Stufe. Ich hasse euch. Aus dem Nichts kann so ein Schlag mal der Tod bedeuten. Mach dich bereit. Zack und zack. Was ist das denn hier? Die gab es in den letzten zwei Türmen aber nicht. Es sind, scheinen große Behälter zu sein mit diesem dunklen Elix-Zeug drin. Seite, ich erledige das. Ach, kannst du nicht weiter schießen? Ah, jetzt gibt's aber viele Abzweigungen. Fox, steh auf. Scheint der Endraum zu sein. Ja, das ist der Endraum.
Haben wir hier? Wieder so ein ganz großer verkabelter Raum. Nee, schon wieder der so ein Raum. Man könnte jetzt halt meinen, man verbindet sich dann hier mit der Maschine und öffnet sich das Tor. So, wir gehen aber erst einen anderen Weg. Okay. Aber gab es nicht noch eine Abzweigung? Nee. Dann haben wir alles. Los, gleich haben wir es geschafft, Fox. Ich kümmere mich darum. Mach dich bereit. Jetzt. Fox, steh auf, ich weiß, du bist ohnmächtig. Box. Principal. Komm her. Schaff's doch zu dir. Schaff's doch. Oh. Bei den anderen war es aber nicht so weit im Hintergrund. Ach nein! Ach nö! Dass das Heilen nicht so schnell ging. Seite,
Heilen, heilen, heilen. Ach, jetzt auf einmal. Geh mal hin. Sprich mal ein Machtwort. So nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Teilen. Vielleicht auch mal speichern. Mach dich bereit. Oh, da oben sind auch zwei. Okay, jetzt reicht's. Okay, jetzt reicht's. Aus dem Weg, Fox. So. Geht los. Der weiß gar nicht, was er tun soll. Okay, jetzt reicht's. Und der Principal. Zack, zack, zack. In den Rücken. Okay, jetzt reicht's. Oh.
Spaß mit ihm. War klar. Ey, Mann. Den haben wir auch noch gar nicht gesehen im Spiel. Den Stiefvater von Jax. Muss auch noch irgendwo so ein Unwesen treiben. Auch noch welche. Er fällt gleich runter. Das ist auch unerreichbar. Komm, Hetzer. Schnell heilen. Es geht los. Das ging schnell mit ihm. Mach dich bereit. Alter, der hätte mich auch schon wieder fast klein gekriegt. Ich komme. Was mit ihm? Es geht los. Zur Seite, ich erledige. Ja. Zack und zack. Ah, guck mal einer an. Ich komme. Ach, ich mag meinen Bogen. Thank you.
Oh, da ist eine Waffe. What the? Jetzt habe ich 3 Türme geschafft. Nur bei 2 waren eine Waffe. Starker Heiltrank, Elixid, der Schnitter. Wie kommt mir der Name bekannt vor? Der Schnitter. 294 Schaden. Okay, er vergleicht sie jetzt mit Nahkampf, mit Fernkampf. Stärke 74. 3 Sockel. Das hat sich gelohnt. Nein. Moment. Wir müssen jetzt mal was gucken. Ja. Ich hätte 2 Lernpunkte machen. Aber die jetzt. Die hier mal drauf. Was brauche ich für die Waffe? Für den Schnitter. 74. Situation auf 42. Oh, Regeneration 60. Aber Schmieden ist 50. Konstitution. Beim nächsten Stufenaufstieg. Alter, wie das funkelt. Psch, aber was Blitzschaden hat.